Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 17. Dezember 2020 mit einer kurzen, knackigen Legung, eine kleine Neunerlegung. Was denkt und fühlt dein Gegenüber? Und was ist sein möglich nächster Schritt? Und zwar mit den schönen Lenormand-Karten von Kiro Maketti Gilded Reverie, die Lenormand-Karten. Natürlich, bevor wir mit der Mischung der Karten beginnen, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale eintauchst. Und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. So, wir schauen jetzt einfach, was hier gerade los ist. Ja. Also wie du siehst, die Anziehungskraft ist Wahnsinn. Also das ist auch heute so stark. Er fühlt diese starken Gefühle für dich, der denkt auch wirklich an dich. Das ist wie so ein Sog, der dein Gegenüber zu dir zieht. Wie du siehst, also es geht wirklich darum, er hält das noch geheim in den Verborgenen und er hat aber trotzdem starke Sehnsucht. Natürlich, vielleicht sagt er dir das nicht, aber also es arbeitet in ihm, das zieht ihm, also wirklich die Anziehungskraft, die Sehnsucht ist da und eine dicke, dicke, dicke Blockade. Manchmal sind auch die Blockaden nicht nur im Inneren, sondern auch äußerlich. Vielleicht seid ihr voneinander entfernt. Dann ist jetzt die Corona, jetzt die ganze momentane Situation. Wir haben Weihnachten, vielleicht ja, so einige Dinge, die jetzt zwischen euch stehen und das beschäftigt ihn, also ganz, ganz gewaltig, wie du siehst, also sehr, sehr. Auf der Herzebene, wie du siehst, also er möchte wirklich ankommen, von Herz zu dir diese Brücke bauen, diese Brücke finden möchte, diese feste Verankerung haben. Und wie gesagt, hier auf der Herzebene ist hier der Fuchs. Der Fuchs symbolisiert hier wirklich für mich dann auch so dieses heimliche Beobachten. Vielleicht liegt er auf der Lauer und schaut einfach, wie es dir geht, oder fühlt er auch so in sich hinein und das so heimlich. Also das ist so eine heimliche Liebe, nehme ich denn wahr. Und natürlich möchte er auch gerne ankommen, möchte er wirklich. Aber schau mal hier, im Außen ist die Peitsche oder die Rute. Die Rute symbolisiert auch die Verbote. Du darfst das nicht, du kannst das nicht. Natürlich kannst du erstmal in deine Richtung arbeiten, viele Dinge, so Schwüre, Eide und Gelübde auflösen. Wenn du das Gefühl hast, dass diese Blockade bei dir ist, natürlich kannst du auch einen Termin bei mir noch machen. Ich kann jetzt noch schauen, wann wir das hinbekommen für eine Beratung, dass wir auch mal anschauen, wo hast du vielleicht auch zu mediale Beratung, nicht zu Kartenlegen. Und dann kannst du wirklich da auch deine Blockaden wirklich auflösen, loslassen, dass du sagst, ja, diese Schwüre, Eide und Gelübde oder Verträge auflösen, denn hier, der ist total unentschieden, ja. Also hin und her, dieses Abwägen seit längerem Zeit und aus dem Angst. Und deswegen geht es auch im Außen nicht weiter. Also immer ist
wenn es nicht weitergeht, ist einfach eine Blockade da und das ist dann halt auch schwer. Wir schauen jetzt mal, ganz spontan bekam ich gerade diese Eingebung, da ich diese tolle Karten von Nadine Breitenstein dabei habe, dieses Clear Emotion Cards. Ich habe euch jetzt nicht alle Karten hier in diesem Raum dabei und bald werde ich auch wirklich das Ort wieder wechseln. Also konzentriere dich jetzt nochmal auf dein Gegenüber und kläre jetzt nochmal so seine Gefühle. Ja, ob das auch wirklich zutrifft, die Engel sind hier dabei und unterstützen uns natürlich mit den Botschaften. Und, da wirst du ja wirklich staunen, denn ich sage euch wirklich, ich bin keine Kartenlegerin, das ist das Mediale, was hier durchkommt. Und das Wahnsinn. Und also wenn es immer wieder die Karten sind, siehst du, wenn die Karten sind, dann merkst du auch, dass das unglaublich passend auf das Ganze ist. Ne? Dass es auch eine Sinn ergibt. So, was euch ihm verbindet momentan, er fühlt sich sehr, sehr hoffnungslos, so nehme ich das wahr. Also der hat diese Anziehungs- und ist da, macht ihm das Ganze fertig und sagt, das ist ja alles so in der Ferne, so weit, was soll ich denn tun, was soll ich denn machen? Und dann ist halt diese Entscheidung gefallen, ne? Entscheidung und hier ist das Geheimnis, schau mal hier. Das ist doch unglaublich, die Karten, ne? Und dann kommt der Sommer. Der Sommer ist hier für mich auch diese Sehnsuchtskarte, auch so ein bisschen, weil das symbolisiert auch hier den Schiff, wie du siehst. Und also er sehnt sich nach dieser Wärme, nach dieser Geborgenheit, nach diese tolle Gefühl mit dir. Er hält das im Verborgenen, im Geheimen. Und er ist momentan am Abwarten. Einerseits ist er am Abwarten, ja. Weil ich sagte, ich muss noch so ein bisschen abwarten und dann andererseits möchte er aktiv werden. Das sind so zwei ambivalente Eigenschaften, was also in ihm wirklich arbeiten. Also, das ist einerseits will er und andererseits fühlt er sich gebremst. Und schau mal hier, das verursacht bei ihm diese Kälte, diesen Winter und es friert alles und ja, und das ist unglaublich in seinem Herzen, was jetzt so wirklich abgeht. So, wie geht es denn weiter? Ja, Umzug. Er weiß ja ganz genau, wenn er auf dich zukommt, dass er erstmal auch diesen Umzug in Erwägung ziehen muss oder soll. Und er wünscht sich die Beschleunigung. Allerdings hier, die Verpflichtungen halten ihn zurück. Ne? Die Beschleunigung wünscht er sich hier mit der Zeit. Das passt auch hier, ja. Und die Verpflichtungen, hier diese Angst, ja. Ja, weil der einfach auch Verpflichtungen daran hängen, in seine Richtung. Das ist doch unglaublich, die Karten, wie die mit einem sprechen, finde ich toll. Und jetzt heute habe ich die Liebesorakel Amos Botschaften dabei. Die andere Herzkarte habe ich jetzt nicht hier. Jetzt konzentriere dich, also ich finde ein bisschen Abwechslung tut uns gut. So, konzentriere dich. Was fühlt er denn für dich? So, was fühlt er denn? Der fühlt für dich die Liebe. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? So, und hier die Balance. Der weiß es ganz genau. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Ich hoffe, das hat dir gefallen, konntest du annehmen, bist du mit in Resonanz gegangen. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like und umso mehr, wenn du das nächste Mal hier live dabei bist und mit mir gemeinsam die Karten mischst. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und ganz viel Bewusstwerdung. Bleib gesund. Ich sage bis bald. Namaste, deine Valeria.